Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit der Sauerländer Barbecue. Ja, ihr seht's, ich stehe hier gerade nicht im Sauerland auf der Terrasse, sondern ich stehe beim Jörn von Udenheim Barbecue, Barbecue aus Rheinhessen. Und neben mir steht ein formschöner Brei. Und ja, da werde ich heute was drauf zubereiten. Die anderen Blogger, die werdet ihr bestimmt nachher im Video mal hin und wieder sehen. Die sind gerade vorne, aber ich stehe hier hinterm Haus und habe auch ein bisschen meine Ruhe. Ja, was brauchen wir heute alles? Ihr seht, wir haben hier eine wunderbare Streitaxt. Ich möchte nicht sagen, dass es ein Tomahawk Steak ist, denn es ist so unglaublich groß. Das hat uns der Dirk Ludwig hier mitgebracht für dieses wunderschöne Treffen, beziehungsweise er hat es uns geschickt. Außerdem habe ich noch ein paar Steinpilze, die waren gestern Morgen noch bei uns im Wald. Dann habe ich die Red Onion Marmelade von Stokes, denn ich habe mir überlegt, ja, hier selber jetzt noch eine Red Onion Marmelade zu kochen, habe ich jetzt auch nicht wirklich Lust zu. Man will ja noch Zeit mit den anderen Leuten verbringen. Dann haben wir noch eine Chipotle Chili, und zwar relativ grobes. Dann den Hulk Rub von Klaus, halt unwahrscheinlich lecker Klaus. Da ist sehr viel Liebstöckel drin und das kommt mir auch sehr gelegen. Denn für meinen Kartoffelbrei finde ich das ganz geil. Dann haben wir noch ein bisschen Schwarzkümmel, Trüffelöl, Kartoffeln. Ja, die sehen jetzt nicht mehr ganz so schön aus, aber die sind halt vorgekocht. Die Schale lasse ich auch komplett dran. Das werde ich ganz rustikal so mitverarbeiten. Und das Ganze wird zubereitet in einem Kürbis, denn da werden wir das drin schmoren. Ja, und wir legen jetzt einfach mal los. So, während der Sebastian jetzt den Kartoffelbrei vorbereitet, habe ich den Brei schon mal gezündet. Ich habe jetzt einfach jede Menge kleines Holz da reingelegt, einfach vier so kleine Feuerbällchen unten drunter. Vielleicht hört es im Hintergrund schon knistern und knacken. Jetzt brennt also das Feuer langsam hoch. Man fängt also mit kleinen Holzstücken an, ja, also wirklich so überschaubarer Größe, damit eben erstmal das Feuer in Gang kommen kann. Und dann kommen die richtig großen Stücke rein, die dann auch dann eben für die Glut sorgen, die wir haben wollen. Das Ganze wird also gleich jetzt richtig schön hochlodern, brennen. Dann kommen die großen Holzstücke hinterher und dann brechen wir uns unten die frische Kohle ab. Und das wird richtig lecker. Ich bin gespannt. So, wir haben jetzt hier vorgekochte und geschälte Kartoffeln. Auf die Kartoffeln geben wir jetzt einfach etwas Milch drauf. Dann geben wir hier etwas von der Gewürzmischung von Klaus drauf. Und etwas vom Chipotle von Ankerkraut. Dann haben wir hier noch etwas Schwarzkümmel. Und jetzt vermengen wir das einmal miteinander. Und nun, was natürlich in keinen grundsoliden Kartoffelstamm fehlen darf, ein paar Sauerländer Butterflöckchen. Wisst ihr Bescheid? Wohl? So, und jetzt geben wir noch die Steinpilze dazu. Und heben die ganz leicht unter. Nicht, dass die zu matschig werden, beziehungsweise die sollen ja auch noch schön Struktur haben. So, und jetzt zum Schluss geben wir noch etwas Trüffelöl drüber, um das Ganze noch etwas abzumrunden. Nicht zu viel, das soll nicht der Trüffel hervorschmecken, sondern wirklich nur, um das Ganze eben noch eine Geschmacksebene hinzuzufügen. Hier haben wir einen ausgehöhlten Hokkaido-Kürbis und den werden wir jetzt gleich mit dem Kartoffelstamm füllen. Ruhig etwas festdrücken, aber nicht zu fest, weil die Kartoffelstücke sollen ja nicht dann schlussendlich doch zu Püree werden. Und jetzt noch zum Schluss obendrauf ein schönes Sauerländer Butterflöckchen. Ruhig etwas reindrücken, damit die Butter auch schön reinlaufen kann. Ja, da müssen wir noch ein bisschen. Und jetzt setzen wir noch den Deckel vom Kürbis leicht auf. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, wie es weitergeht, wendet ihr euch an mich und ich gehe damit jetzt an den Brei. Kartoffelbrei. Ja, das ist so seit langem mal wieder das Geilste, was ich wirklich draußen gemacht habe. Hier knistert das Feuer, die Stimmung ist wirklich... Also an diesem Grill, wenn man alleine hier vorsteht, ich glaube, hätte ich so ein Ding, würde ich den ganzen Abend nur hier vorsitzen und die Glut da in die eine Ecke schieben. Aber wir sind ja nicht zum Spaß hier, wir wollen ja ein bisschen grillen. Und der Jörn hat mir das jetzt vorbereitet, hier auf der Seite, hier brennt das Feuer. Ich zeige euch nachher nochmal, wie das funktioniert. Auf jeden Fall ist hier unten alles voller Glut. Und da hinten in der Ecke, da haben wir einen indirekten Bereich. Und ich hoffe, ich bin jetzt schnell genug, ohne mir die Flossen komplett zu verbrennen, dass ich den da hinten in die Ecke geschoben kriege. So, und da gart der Kürbis jetzt vor sich hin und ja, den werden wir zwischendurch mal drehen. Ich werde euch das mit der Kohle noch zeigen und dann kann der Klaus bestimmt gleich mal das Steak angrillen. So, ich dachte, es ist ein Mikrofon, was die mir in der Hand gedrückt haben, aber nein, es ist ein Steak. Wie schwer ist das Ding?
ungefähr 1,2 Kilo. Also genau maßig für unsere, ja, für das, was wir hier vorhaben. Das grillen wir jetzt von jeder Seite scharf an. Dazu haben wir den Brei maximal vorgeheizt. Also ich hatte gerade die Hand hier vorne und das ist echt mörderheiß. Und grillen die von jeder Seite ohne Drehen so ungefähr knapp eine Minute an. Dazu haben wir jetzt die Fettseite richtig schön Richtung der Feuerbox gelegt, dass sie gleich nochmal ein bisschen extra Knusper abkriegt. So, jetzt drehen wir es einmal um. Und wir sehen, guck mal, hier ist es schon ein bisschen umgeknuspert. Und von unten hat er auch schon ein paar schöne Brandings bekommen, so wie wir uns das wünschen. Und legen den jetzt praktisch nochmal andersrum auf. Jetzt ist natürlich die Fettseite davon weg, aber das ist nicht so schlimm, weil das Feuerchen, was da unten von dem Fett brennt, eigentlich schon hoch genug ist. Und das würde uns jetzt einfach zu viel von diesem schwarzen Rauch-Ruß-Aroma ins Fleisch bringen, was wir ja eigentlich gar nicht wollen. So, jetzt haben wir auch die andere Seite für die Kamera erfassbar hier schön mit dem Branding versehen. Und jetzt machen wir noch diese kleine Knusper-Fettseite. Stellen wir auch nochmal direkt über die Glut. Aber das nur ganz kurz, weil die Flammen sonst gleich hochschlagen werden und uns das Fleisch verderben. Deshalb wollen wir sie bloß einmal aufknuspern und dann müssen wir unbedingt dabei bleiben. Jetzt kommt die Flamme und jetzt muss es direkt runter. Und wir sehen, wir haben, guck mal hier, blubbern und brutzeln. So muss es sein. Und wir haben schon schön das Fett zum Schmelzen und zum Anknuspern gebracht. Jetzt gehen wir rüber an den Primo und da ziehen wir es zu Ende. Ja, ihr Lieben, es ist dunkel in Udenheim und unser Steak hat jetzt die gewünschte Temperatur. Der Kürbis ist auch schön weich und damit fangen wir jetzt an. Ich werde das heute nicht auf dem Teller anrichten, sondern einfach hier auf dem Brett. Der Deckel ist auch weich, den lege ich jetzt aber einfach daneben. Und jetzt kommt unser, ja, großartiger Kürbis. Oh. Ihr seht, hier ist der Kartoffelbrei im Kürbis. Richtig schön drin mit den Pilzen zusammen. Das kann man jetzt einfach so aufschneiden und es dann auf die Teller verteilen im Zweifelsfall. Nicht aber, ohne noch ein bisschen Salz oben drüber zu geben. Und jetzt kommt noch ein bisschen was von diesen, von der Zwiebelmarmelade hier oben drauf. Das rundet die ganze Sache noch mal ein bisschen ab. Ja, und hier vorne liegt unser kleines handliches Steak. Das hat der Tim vorhin schon mal vom Knochen befreit. Und ja, ich schneide das jetzt einfach mal einmal hier in der Mitte durch. Und ihr seht, das sieht wirklich großartig aus. Ja, ich werde hier direkt die Abmoderation auch noch mitmachen, weil es ist wie gesagt dunkel. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr gebt uns vielleicht einen Daumen nach oben, eingefällt mir bei Facebook und im Idealfall klickt ihr da unten auf Abonnieren und abonniert unseren Kanal und natürlich auch all die anderen Kanäle von den Leuten, die heute bei uns im Video waren. Wir werden jetzt essen. Ich kann euch nur sagen, der Kartoffelbrei ist der Hammer. Den haben wir nämlich gerade schon gegessen. Im Kürbis auch großartig. Wie gesagt, macht das unbedingt nach. Ja, und ich mache euch jetzt noch ein Bild und sage bis zum nächsten Mal mit der Sauerländer Barbecue.